G'day, hallo. Heute wollen wir mal auf die Spuren von friesischen Spezialitäten gehen. Und im Café Schuld erzählt man sich, könnten wir das Geheimnis um die Friesentorte lüften. Na, da wollen wir doch mal gucken. Hallo, guten Morgen, Carsten. Wir haben gehört, hier ist die Geburtsstätte der traditionellen Friesentorte. Kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte von diesem herrlichen Sahnestückchen erzählen? Also in den 70er Jahren hat hier ein Bäckergeselle gearbeitet, der auch von Amrum stammte. Der heißt Karl-Heinz Breckwold. Und der hat für seine Tante Judith eine Torte gemacht mit Blätterteig, Pflaummus und Sahne. Die gibt es schon so lange, wie es Pflaummus und Sahne gibt. Man kann sich auch vorstellen, auf Amrum ist sie wahrscheinlich nicht entstanden, weil so viele Pflaumenbäume gibt es hier garantiert nicht. Und so viele Kühe, naja, vielleicht, das weiß ich nicht so genau. Aber er hat auf jeden Fall für seine Tante diese Torte gemacht. Und meine Mutter sagte dann, oh, die ist ja super lecker. Also wie gesagt, es gab sie schon, aber meine Mutter hat gesagt, die nennen wir einfach Friesentorte. Und ich denke, das war die Geburtsstunde. Na, dann wollen wir uns doch mal anschauen, wie die Friesentorte entsteht. Was für Zutaten brauchst du für eine Friesentorte? Also wichtig ist ein guter Blätterteig, das ist wirklich das Wichtigste daran, weil Sahne und Pflaummus ist nicht so variabel, aber ein Blätterteig mit Butter gebacken und auch auf die richtige Art und Weise gebacken, man sieht das hier, dass er dicker ist und ungleichmäßig, also schön blätterig, das ist wichtig, dass er gut durchgebacken ist, dass man eben auch die Röststoffe nutzen kann, die dann wirklich viel Geschmack ausmachen. Deswegen ist sie nie älter als einen Tag. Sie wird immer nur an einem Tag verkauft und danach, wenn was übrig ist, kommt sie weg. Also das ist ganz wichtig, weil der Blätterteig durchweichen würde und man hat dann eben dieses Geschmackserlebnis nicht mehr. Und die Art und Weise, wie ich das jetzt mache, genauso hat Karl-Heinz das damals gemacht und wir empfanden das schon damals als genial. Also ich war ja noch gar nicht aktuell, mein Vater hat es natürlich gut gefunden. Und zwar von Hand ausgerollt. Das ist auch wichtig, damit es relativ ungleichmäßig ist. Und dann einfach in der Größe, die man benötigt, ausstechen, was recht einfach geht, manchmal. Und die Teile gleich, die man braucht, also man sucht sich das weniger Schöne für unten aus und das Schönere für oben. So, jetzt haben wir schon mal praktisch zwei Böden und um die Mitte herzustellen, nehmen wir einfach diese Ränder. Das ist also echt das Einfachste, vorher auszurollen und auszustechen und dann damit die Torte zu machen, dann schrumpft sie immer zusammen und ist gar nicht so gut. Dieses ist viel einfacher, vor allen Dingen viel schneller, weil im Sommer, das weiß ja jeder, muss da ein bisschen mehr von gemacht werden und wenn es traditionell ist, macht es auch Spaß. So ein Tüdelkram macht nie Spaß. So, ganz simpel, Pflaummus, hausgemacht. Zwischendurch muss man natürlich auch immer mal die Finger ablecken. Das gehört auch dazu. Wobei man wirklich gar nicht mal schlecht, wenn man sich die Finger ableckt und merkt dabei, oh, könnte sein, dass er gar nicht mehr gut ist, das ist gar nicht mal so abwegig. Die Sahne ist auch wichtig, dass sie gut festgeschlagen ist. Wenn sie weich ist, kann man sich vorstellen, hat das zu wenig Stand, das Ganze. Und eine feste Sahne bedeutet auch immer, dass man am besten 33% Fett da drin hat. Also sogar 35% ist noch besser. Außerdem ist Fett eindeutig ein Geschmacksträger, ist immer gut. Also der Einfachheit halber der Herstellung ist sie auch die beliebteste Torte bei allen Konditoren. Jetzt versuche ich eine einigermaßen gerade Fläche herzustellen, weil da ja nochmal Pflaummus drauf kommt und je besser je besser die Fläche ist, umso besser kann ich den Pflaummus verteilen. Und das wird immer nur frei Hand gemacht, also nichts wird abgewogen oder so. Das würde viel zu lange dauern. Und man hat auch schnell das Gefühl dafür, wie viel man darauf tun muss. Dickes Ding, oder? Ja, unsere Ringe sind immer zu flach, deswegen müssen wir so ein bisschen
pyramidenförmig da drauf streichen. Das nenne ich mal ein echtes Sahnestückchen. Ja. Auch wenn man dieses hier schön kompakt verstreicht, ist es eben wichtig, wenn man das nachher schneiden will, geht es leichter, weil keine Hohlräume da sein dürfen. Das kann man ruhig ein bisschen andrücken, wie bei Mauern. Dann schneide ich einmal rundum, damit, falls Überstände sind, nicht am Regen hängen bleiben. Und dann kann man sie einteilen, wie man möchte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man würde sie schon vorher mit Puderzucker bestreuen, dann muss ich mal hier. Und dann mit dem Messer zum Beispiel so ein bisschen einritzen, dass man die Größe hat. Kommt darauf an, wie groß der Durchmesser der Torte ist, so groß wird dann auch das Tortenstück. Also ganz simpel. Pappteller drunter, wichtig, sonst kriegt man den nicht mehr bewegt. Und auch der Eifert halber Mandeln rundum. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen, muss ich sagen. So, damit die Verkäuferinnen das leichter haben, schneide ich die jetzt schon ein, weil das mit einem Tortenmesser zu machen ist schwieriger. Man hört auch schon, das ist richtig knusprig. Also das darf knackt. Sich genau, das darf sich nicht ledrig anfühlen oder hören. So muss es sein. So, jetzt kann ich ihn laden. Aber vorher, glaube ich, sollten wir mal so ein kleines Stück davon probieren, oder? Ja. Ich muss noch schnell einen Teller holen. Dann seh mal zu. Ja. Isst du denn selbst auch noch so ein Sahnestückchen, so eine Friesentorte zwischendurch mal? Also, Sahnetorte ist nicht so ganz mein Ding. Außerdem möchte ich die auch lieber verkaufen. Aber jeden Tag ein Stück Kuchen, das ist drin. Das muss sein. Also, das halte ich für wichtig. Das ist ja schon ein mächtiges Stück. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Sonst esse ich den Rest. Naja, ich glaube, hinter der Kamera steht auch noch ein Abnehmer. Mächtiges Stück. Daran kann man sich wirklich gewöhnen. Carsten, herzlichen Dank. Ja, gerne. Da hast du jetzt was angefangen. Ich glaube, jetzt komme ich auch täglich vorbei, eine Friesentorte essen. Ganz, ganz prima. Also wer möchte Friesentorte, ich kann sie nur empfehlen. Aber ich glaube, ein deftiges Sahnestückchen ist es schon. Aber das schaffe ich heute noch, ganz bestimmt. Dankeschön, einen schönen Tag. Ja. Tschüss. Wir kommen wieder.